kann nur noch mal erwähnen, da wurden wir nachts, als wir dann noch nicht so lange, als wir noch nicht so recht kannten, da wurden wir nachts die jungen Leute aus dem Bett geholt. Von seinen beiden Ältesten, von Ivan und von Robert. Und der Letzte hieß Paul. Und sofort anspannen, jeder sucht sich Axt und Säge im Wald, mitten im Sommer, wir wollen Bäume fällen. Mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht, da haben wir gedacht, Schikane. Ivan kam als Bewachung mit. Kein Soldat, Ivan. Hatte eine Maschinenpistole und hatte auch russische Uniform, war richtig so ein kleiner russischer Soldat. Und der hat uns bewacht. Und das war ein ganz heißer Tag und wir haben Bäume gefällt. Und nichts zu essen, nichts zu trinken. Und da sagte ich noch zu Ivan, Ivan sei hier vielleicht 1,5, 2 Kilometer, ist ein einsamer Bauer, weil ich ja das kannte nur, ne? Da könnten wir uns doch wenigstens Wasser holen. Und sagte, nein, Herbert, mein Vater hat gesagt, wenn verlässt eine Gruppe, muss ich schießen. Und ich schieß, sagt er. Wann fahren wir nach Hause, Eva? Mein Vater hat gesagt, wenn dunkel ist. Und dann kamen wir nachts nach Hause. Und da haben die Älteren, die da waren, habt ihr heute Glück gehabt, dass ihr nicht hier wart? Hier waren russische richtige Horden, die haben junge Leute, das Vieh wurde ja, die Kühe und so weiter, alles nach dem Osten getrieben. Die haben Leute gesucht zum Viehtreiben und ihr wart nicht da. Und da haben wir ihn erst kennengelernt. Das kann ich ihm da. Was? Und seine Soldaten haben keine deutsche Frau belästigt. Aber und dann kamen die, wir haben im Herbst oder im Spätsommer haben wir dann die jungen Leute, nicht? Die Kinder praktisch ja noch, das waren ja 20-Jährige, 25-Jährige, waren ja nicht da. Die waren ja entweder alle in Gefangenschaft, war keiner. Da waren wir Jungs da. Und die Mädels, sie haben dann Gesellschaftsspiele so gemacht, wie es denn so ist. Es gab kein Radio, kein Fernsehen sowieso ja damals noch nicht. Und es gab keine Zeitung. Wir wussten ja auch nicht, wir wussten bald gar nicht, welcher Tag war. Und wenn dann wir die Spiele machen und die Soldaten guckten bei uns ins Fenster, dann haben wir dann die, wie gesagt, Pascholdemoi. Das heißt schnell nach Hause für die, nicht? Und da hat er uns eines Morgens nach dem Frühstück zur Brust genommen und hat gesagt, so geht das nicht, Freunde. Warum nehmt ihr nicht meine jungen Soldaten mit in die Runde? Ihr lernt ein bisschen Russisch, die lernen ein bisschen Deutsch, es können Freundschaften entstehen. Das musste Ivan dann übersetzen, ne? Nicht seine Dolmetscherin.